Willkommen zurück, Leute, zu... Nicht Edna bricht aus, ich will es immer wieder sagen. Harveys neue Augen. Immer noch. Ja, wir haben die Termiten verjagt oder führen sie woanders hin. Aua, oh, meine Katze, die war gerade auf meinem Schoß und die merkt wieder, ich muss aufnehmen. Dann springt die so gewalttätig weg und hakt so ihre Krallen meine Beine. Aber das ist alles unwichtig, denn das Einzige, was zählt, ist jetzt hier zum Schulteich zu gehen und zu gucken, wo die kleinen Ameisen hingehen. Wo gehen sie denn mal hin? Man kann es sich vielleicht denken. Oh, Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Yeah. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Lustige Gnome? Lustige Gnome? Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Voll cool. Er ist weggekaut worden. Und ja, wir können jetzt hier den... Hier. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Schön. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Bestimmt. Bestimmt, aber vor allem können wir jetzt erstmal zum Keller gehen. Ich weiß nicht, was es mit dem Gnomen jetzt hier auf sich hat. Vielleicht kann man da hätte man mit dem Gnomen noch irgendwas machen können? Nö, der ist ja zufrieden mit seinem Pinsel, ne? Machen wir erstmal auf hier. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Na dann mal rein. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Hm. Also ab in den Keller. So, jetzt nehmen wir uns erstmal alles, was wir hier... Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ist ja egal, nimm das mal mit. Zack. Und die Schaufel. Eine Schaufel? Ja. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Ja, perfekt. Und den Ofen auch nochmal gleich anmachen. Können wir da Holz... Der Ofen war schwarz und leer. Das wie der sich Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Aha. Der Spiegel, was haben wir hier noch? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Ach so. So, so, so. Dann bringen wir mal die Schaufel zu Edna. Zum Beet. Und so. Ab die Post. Da wird Edna aber staunen, du. Hier, Edna, guck mal. Schaufel organisiert. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten. Ne? Spiel? Habt ihr das gesehen? Ich habe nichts gemacht, nichts angefasst, keine Tastatur, war nichts drauf. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich gebe die Schaufel nochmal ab. Nicht mich, die Schatztruhe. Ja, die haben doch da jetzt voll die Sequenz und so. Was soll das? Was war das? Speicherstände, so. Ich mache das jetzt nochmal. Ich will das jetzt sehen. Und ihr seid dabei. Und ich werde jetzt keinen Cut machen. Ich habe da jetzt keine Lust zu. So. Laden. Lade mal das hier. Das ist der Laden. Ja. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Ein bisschen schneller. Freeman. Jetzt sehen wir nochmal den Schlüssel. Freeman. Gehen dahin, machen damit die Kellertür nochmal auf und dann, ja. Inventar bitte. Nochmal Kellertür. Die obere. Andererseits. Ja. Nehmen wir alles mit hier. Das.
Eine Schau. Genau. Ich weiß, es ist ultra. Und jetzt nochmal hoch. Weh, das wird jetzt nichts mit der Sequenz hier. Ich will die Schaufelsequenz sehen. Nein. Nein. Schaufel Edna. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, okay, das war doch jetzt mal eine ordentliche Sequenz hier und nicht so ein Schrott, der unterbrochen wurde. Ja, Fliegerbombe, cool. Eine echte Schatzkiste. Ja. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Das ist ja auch gar nicht ungefährlich. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Wir wollen doch jetzt nicht echt mit dem Presslufthammer da drauf gehen, oder? Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Zum Ausprobieren, oder was? Das war zu schade für den Kompost. Es war Hoffnung. Die Reifen... Ich glaube, wie wäre es mit dem Presslufthammer bei der Pumpe nochmal oder anders oder so? Pack das mal weg und dann geh mal... weiß ich nicht, wo können wir denn den Presslufthammer... Das können wir gar nicht mehr benutzen. Ja. Hier vielleicht nochmal irgendwie. Aber hier kann man auch nichts mehr benutzen. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Lilly, ja, gut. Dann gehen wir in den Keller. Nochmal. So, Keller, Lilly. Presslufthammer. Irgendwo Ofen vielleicht? Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Wir denn hier noch irgendwas irgendwie benutzen? Habe ich was übersehen? Konservendose. Aber die will sie nicht nehmen, ne? Dann kriegt sie ja Ärger. Lilly verstand sich darum. Ja. Was wollen die denn dann? Ein Wasserhahn vielleicht nochmal. Lilly musste ihr Werkzeug jetzt nicht putzen. Gut, dann gehe ich da nochmal hin und... Was will Edna jetzt? Können wir das nochmal freischaufeln, oder? Ach so. Yippie, du hast es geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Ach, Edna. Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. No. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt.
Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist diese Oberin? Die ist ja schon... mit dieser fleischfressenden Pflanze hier auch noch, dieser Horrormusik, Orgelgeklimper. Geht's hier aber los mit Zucht und Ordnung, Leute. Jetzt ist kein Spaß hier mehr. Kein Zuckerschlecken, jetzt werden wir erstmal Lumpi füttern. Lumpi hatte Hunger, oder er war müde, oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Ja, kleine Presslufthammer, hat er Bock drauf. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Kannst du das nicht nehmen? Nee, okay. Gemälde. Oh. Juhu. Kann man sich hier angucken. Juhu. Okay, da gehört irgendwas rein, wie es ausschaut. Mit der die lustige Blume schien Lilly ja, zu mögen. Lustig. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Aber passiert nichts, Katzenfutter. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Mit der fleischfressenden Pflanze, wer weiß. Hier können wir den Essenslift auch benutzen. Okay, dann wollen wir die Katze mal füttern. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel, wenn uns das nicht noch was sagt. Tudum. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Und jetzt ist da Edna. Versteckt sich. Das finde ich aber cool, dass halt die Geschichten
wenn man schon wollte, dass man jetzt nicht mehr wieder mit Edna so spielt, so aber miteinander verknüpft sind, dass man noch weiß, Edna ist in der Nähe und so. Das ist so ein vertrautes Gefühl. Wobei man halt, wie gesagt, jetzt nicht mehr aus ihrer Sicht spielt und ich mochte halt ihre Kommentare einfach sehr gerne. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Hey, Lilly kann ja nix, ne? Kannst du hier was nehmen? Ah, die Murmeln. Lilly hat die Oberin. Okay. Aber ein Schlafsaal? Aha, dann kann man da wieder zurück. Alles klar. Was mit... Das sind Shai und Zuka, okay. Lilly hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Alles klar. Zuka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Zuka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Okay, können wir mit denen mal reden? Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Shing! Shing! Was ist mit den beiden denn los? Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Wie geil. Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Ach, die Arme. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyoki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Oh mein Gott. Okay, das sind also die japanischen Kriegerinnen des Lichts. Shing, Shang, Shong. Und ja, dann wollen wir mal wieder gehen, oder? Wir gehen mal weiter. Das können wir mal lassen hier. Wir lassen das mal mit der Haarnadel erstmal. Muss ja nicht sein. Kann man hier auch noch mal irgendwo hin? Kann man dann nach vorne? Nee. Dann gehen wir mal in die Haupthalle. Gucken wir mal, was da noch so läuft. Oh oh. Wer ist das? Ach, das ist bestimmt der Typ, der hier rum sucht. Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Alles klar, dann gehen wir mal runter zum Klosterflur, in den Schlafsaal, Treppenhaus. Okay, dann gehen wir runter. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch? Genau, Memphis.
Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Das ist ja echt blöd gelaufen. Was sind das für gemeine Typen? Sowas ist voll gemein und sie macht ja schon immer gar nicht alles richtig. Die Oberin ist ja schon immer voll sauer auf sie. Ja, folgen wir mal hier dem Garrett. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Ja, der steht da vorne und dann schauen wir uns mal hier um und schnacken mit ihm im nächsten Part von Harveys Neuerung. Tudum.